Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Vizibis Infinity Evolved Expert Mode Skyblock. Ey, ich bin immer noch der Meinung, das ist die längste Ansage, die ich je mache. So, jetzt hat sich hier ein bisschen was neu verändert. Die Räume hier sind weg. Hier habe ich so zwei Gehege mal für meine Küchen und für meine Schweinchen. Boah, ich glaube, nenn den Street und den Digger. Na, Digger? Street. Ja. Da drüben habe ich zwei Mini-Mob-Farmen aufgebaut. Ich finde das so genial, wie der Hintergrund so wechselt. Blau-Schwarz, Blau-Schwarz. Ist jetzt nicht die beste Mob-Farm, aber drei Creeper, okay. Aber naja, es ist schon mal etwas. Ja. Bekommen schon mal so ein bisschen Ressourcen. Wenn wir Glück haben, bekommen wir auch mal einen Enderman. Nee, nur ein Skelett, da darf erstmal noch über. Ist das schon ein neues gespawnt? Nö. Naja, das darf jetzt erstmal überleben. So. Hier habe ich eine Mini-Obsidian-Fabrik aufgebaut. Was heißt Mini? Die muss ich noch fertig machen. Da warte ich gerade nur noch auf. Habe ich das Glas jetzt schon reingetan? Nee, habe ich noch nicht. Machen wir einmal ganz kurz so ein bisschen Glas, beziehungsweise Sand. Hier der Chicken Stick. Ich muss auch mein Inventar mal wieder aufräumen. Komm, machen wir gerade. Zack, zack. Oh, noch ein Hart. Don't break my. Okay. Ja, Erz habe ich mittlerweile auch schon. Ich glaube, die müssten alle gewesen sein, die ich hatte. Okay, fast alle. Jedorium können wir zwar schon verarbeiten, aber wollte ich jetzt noch nicht. So, und nehmen wir hier, komm, wir nehmen mal die Slabs. Charcoal wollte ich dafür eigentlich noch aufheben. So. Thema heute. Thermionic Fabricator. Wir brauchen dafür Glas, also können wir das eigentlich doch noch dazu schmeißen. Für einen Thermionic Fabricator brauchen wir ein Sturdy Casing. Dafür brauchen wir Bronze und Bronze Gear. Haben wir. Wer nicht weiß, wie Bronze Gear geht, ein Bronze-Gear wird normalerweise gemacht mit 4 Bronze, muss aber hier anders gemacht werden, und zwar in der Smeltery mit dem Gearcast. Das kriegen wir am besten mit dem Stone-Gear hin. Ich glaube, es geht auch noch mit dem Stone-Gear. So. Und das Stone-Gear kann man auch immer craften mit 4 Sticks und dann, also ein Wood-Gear und dann 4 Stone darum. Also 4 Koppel. So. Fangen wir mal an zu platzieren. Glas hier hin, Sturdy Casing dahin. Das wäre so ein schweres Casing oder wie das auch übersetzt heißt, weiß ich gerade gar nicht. Naja, Transferpile. Nochmal ganz kurz hier zwischendurch. Redstone muss ich nochmal neu sieben, merke ich langsam. Oder generell muss ich nochmal anfangen zu sieben. Sieben und sieben, was ergibt das? Feiner Sand. Ich merke gerade, was dumm, was ich hier gemacht habe. Ja, wir brauchen ja noch ein World Interaction Upgrade. Obwohl, das sollten wir eigentlich mittlerweile auch hinbekommen, oder? Ja gut, eine Dierspitzhacke. Dias haben wir von Anfang genug. Ja, hier 29. 4 Lapis und dann hier zu den Barren. 4 Eisen. Dann haben wir noch ein bisschen Wood, so ein bisschen Spruce Wood. So, die Dia-Spitzhacke. Time to mine, getting an upgrade. Und jetzt sehen Sie live, so wie ich das die Anordnung falsch mache. Etwa so etwas von klar. Zack, 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 zack. World Attraction Upgrade. So, jetzt aber. Und damit haben wir jetzt eine Lava-Fabrik. So, ganz kurz. Wups. Eine Pirouette machen. Hier habe ich noch einen Lavaspeicher. Da könnt ihr mal ganz kurz in der Smeltery ein bisschen nachfüllen gehen. So, World Interaction Upgrade haben wir jetzt auch. Erstes haben wir abgehakt. So, Thermionic Fabricator. Da brauchen wir noch Gold und eine Gold-Chest. Jetzt kommt der Teil auf dem Gold her. 4 Gold und
16 Gold brauchen wir. Warum 16 Gold? Naja, wir brauchen ja eine Goldtruhe und da brauche ich auch nochmal, ne? 16 Eisen für und eine Truhe. Also nochmal 4 Wood. Einige könnten jetzt meinen, du bist so voll bescheuert, du brauchst nur die Hälfte davon. Normalerweise ja, aber wir spielen ja hier Infinity Wolf Expert Mode. Kann ich mal kurz zeigen? Ist nicht. Wie machen wir das heutzutage? Richtig, mit Iron Plates und dementsprechend auch Gold Plates. So, jetzt erstmal hier Iron Plate, Iron Chest, Gold Plates, Gold Chest. So, und damit haben wir den Thermionic Fabricator. Sehr schön. Den klatsche ich jetzt erstmal ganz billig daran. So, Thermionic Fabricator haben wir. Als nächstes geht es jetzt an den Laser und an den Assembly Table. Okay, da braucht man schon ein Deer Gear. Braucht man hier noch etwas? Nein. Wir brauchen nur einige Deers. 5 Deers. Wir brauchen 9 Deers. Und 4 Gold. Die schmeiße ich dann schon mal hier. Schmeiße ich schon mal hier rein. Und einmal so ausgetauscht, da kommt hier rein. So, habe ich noch mal zu mampfen gerade? Nein, habe ich nicht. Das wird auch langsam ein Problem, weil mir hier die Äpfel ausgehen. Aber ich brauche mal den User. Wo haben wir denn hier? Ich werde das glaube ich so machen, dass ich ausfliegen dann jetzt auch anfangen werde, ein bisschen hier die Agricraft Seeds zu hoch zu züchten. Ja, ich glaube, das wäre gar nicht mehr so schlecht. Wir brauchen jetzt noch Redstone. Ich brauche mal 7, 8. Und ich brauche... Ne, so viel wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte mal 2 Sand machen. Warum 2 Sand? Weil wir hier Sand brauchen, um... Liquid Glass zu machen. Und dann war das jetzt einmal so. Und er fängt an. Ich glaube, da mache ich... Ich hätte doch noch einen Lever über, oder? Nicht? Komm, die Koppelfabrik könnte mal... Oder weißt du was? Ah ne, ich lasse jetzt erstmal laufen. So, dann haben wir da jetzt wirklich Schrein für Lava. Gleich hast du es. Wir verlieren auf jeden Fall Energie. Und? Liquid Glass. Diamond Electron Tube. Haben wir. So. Damit... können wir jetzt auch gleich schon weitermachen, wo wir kriegen unsere erste richtige Technik hin. Wie sieht das hier aus? Ist das Goldgear fertig? Jawohl. Sehr schön. Dann können wir jetzt einmal hier so machen. Diamond Gear. Wir brauchen aber noch einen Gear dazu. So. Assembly Table haben wir. Und Laser haben wir. Sehr schön. Sehr schön. Wenn ich das jetzt so mache, dann Assembly Table hier hin und den Laser oben drauf. So, dann können wir das jetzt auch wegmachen. Jetzt geht es nur noch rein um den Metal Former. Und das ganze Prozedere, was wir hier gemacht haben, war ja nur für ein Iron Chip Set. Also ein Redstone und ein Iron. So. Erkennt er nicht, okay. Und was ist, wenn ich das jetzt dann nebenstelle? Erkennt er. Sehr schön. Ja, das wird jetzt ein wenig hier dauern, wo ich auch befürchte, dass... Oder? Wie viel braucht das?
200.000 und der hat drin... Verdammt, das wird komplett leer gesaugt. Okay. Wir könnten ja währenddessen dann schon mal anfangen. Den will ich einmal wegbauen, abbauen und wegstellen, weil wir den erstmal nicht brauchen. Und der nur unnötig Energie versaugt. So, Metal Former. Was brauchen wir? Wir brauchen Electronic Circuit. Entschuldigung. Da brauchen wir einen Cutter. 5, 6. So. 2 Iron noch. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch eine Iron Plate. Wir brauchen... Okay, jetzt haben wir mal die Iron Plate durch. 1. 9. 9 Iron Plates. Also müssen wir hier auf 11 kommen. Ah ne, warte mal. Boah, jetzt kommt der teure Part. So, jetzt erstmal hier den Cutter vorbereiten. So. Dann wollten wir hier auf den Iron Chipset. Und hier machen wir den Circuit fertig. Dann so schon mal 2 Redstone. Jetzt kommt nur 5RF pro Tech rein. Wie viel würde ein Furnace Generator kosten? 2 Redstone Chips. Machen wir jetzt noch nicht. Was ist mit dem Generator? Generator. Ja, den hatten wir. Wollen wir? Ich finde, ich stecke mal einen Generator. Der hier. Braucht eine Iron Furnace, braucht eine RE-Batterie. Ah ne, warte, vergiss es. Upsala. Da hatte ich schon was vergessen zu schießen. Ja, komm, mach mal kurz so. Einmal die Fresse, Browser. Oh. So, was machen wir denn noch? Wir brauchen Kofferkabel. 2, das sind 8, 6, 20, 30, also brauchen wir 15 Kofferkabel. Vergiss, was ich gesagt habe, wir brauchen 3. Das sind 7. So, jetzt. Wir brauchen aber schon wieder mal einen Vorschimmer. Aber jetzt einmal Kofferkabel. So. Da brauchen wir 3 Eisen. Die Coils haben wir. Mach mal hier das fertige Rezept rein. Wir brauchen noch Rubber. Könnte... Bitte? Ich will jetzt hoffen, dass das jetzt gerade klappt. Ansonsten habe ich ein Problem... Normalerweise dürfte das klappen. Ja. Ah, okay, das CQB7 kann man auch schmelzen. Da war ich glaube ich irgendwie noch gerade so im Blacktech-Mode und naja. Wundert mich aber. Gut, das lassen wir einmal durch. Wie sieht das hier aus? Die Hälfte hat er. Ja gut, das wird jetzt heute nicht mehr fertig. Ich bin am Überlegen.
überlege noch immer. Water Wheel, was hatte das dann gehindert? Da hat das Chef Iron, okay. Kann man über ein Metal Forma herstellen. Dann lassen wir doch schon mal die anderen Segmente fertigstellen und den Kinetic Dynamo. Kinetic Dynamo. So. Elektrum brauchen wir. Und ein M4-Kapisten. So. Fertige Rezept bei dir. So, Water Wheel. Ne, wir machen mit dem weiter. Elektrum, so. Wir kriegen 2 raus bei 4. 8, 12, 16. 18, also jeweils 9 Gold. Und 9 Silber. 9 Silber. So. 9 Silber Surfer. Machen wir das mal kurz ab. Weil ich habe. Könnten wir einfach so. Ach, das wird ja noch nicht. Nee. Aber das mache ich gleich. Dann upgrade ich mal mein Werkzeug, mach mir noch gleich Shiny Tools. Oh, Gears wäre auch schlecht gewesen. Ja, was kann ich in der Zwischenzeit machen? Schon mal vorbereiten. Was war das hier? Das war Lead, Iron, Redstone Block. Tweeted Wood Planks, Lead, Iron, und dann halt das Elektro. So. Irgendwas habe ich jetzt verkackt, das sehe ich gerade. Okay, ich habe einen Iron Ingot zu wenig, ist kein Thema. Über Iron sollten wir uns gerade keine Sorgen machen. Ist das Elektrum fertig? Jawohl. Wow. Wie sieht er mittlerweile aus? Ah, es wird langsam, es wird. Elektrum haben wir hier. So, MV-Capacitor. Dann brauchen wir 3 Stahl, 2 Iron und 3 Redstone. Stahl habe ich hier auch schon. Oh ja, Redstone geht langsam aus. So, 2 Truhen. Wie viel Bronze brauchen wir? Aus einer Platte, also wir brauchen 20 Bronze. Ich kriege einen Schreikrampf. 20 Bronze werden zu 10 Barren und eine Platte wird zu einem Casing. Ja, wir brauchen 20. Also brauchen wir 15 Kupfer und 15. Oh, das ist schon fertig. Und da ist Pizza, Acke, kaputte. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 1, 1. Treated Wood Planks, so treated Sticks. Sehr schön, es lübt. Es lübt, Minkfund.
Zack und Zack. Ein Iron Ingot. Und? Da war er da. Electrum Wire Coil. Electrum Wire Coil. Kinetic Dynamo. Der erste Schritt ist geschafft. Jetzt beginnt eigentlich nur noch das Wartespiel auf die auf dem Chipset. Ja, war gut, dass ich das so gemacht habe. Ja, das spare ich euch natürlich. Da muss ich mir noch was überlegen. Ich habe mir was überlegt. Sehr schön. Lava-mäßig kommt dann jetzt hier auch rein. Dann muss ich irgendwie noch eine Transfer noch machen. Oder ein Hopper? Wie viel kostet ein Hopper? Ich bereue die Frage irgendwie jetzt schon wieder. Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Wir haben jetzt noch ganz schnell einen Hopper. Ey, ich habe jetzt mit allem gerechnet, außer dass der Hopper so günstig ist. Komm. Mach mal gerade so. Na. Dann mache ich gleich noch eine neue Truhe fertig. Ah ja, wir brauchen ja noch Flint. Das ist erstmal, dass die Spitzhacke kaputt gegangen ist. Holen wir uns einmal hier an der Seite vorbei. Und dann. Jawohl. Wir haben eine automatische Kurbelfabrik. Automatische Koppelfabrik. Ich bin stolz auf mich. Boah, ich bin so fertig heute. Wann bin ich eigentlich mal nicht fertig? So, wir haben jetzt noch die Ideal-Fabrik. Ja, ich würde sagen, es wird. Es wird so langsam. Einmal haben wir, jetzt eine Ideal-Fabrik, wir haben ein bisschen Technik, wo wir am Arbeiten sind. Ein paar Tiere, kleine Mob-Farm, ein Element-Spawn. Den Enderperlen bräuchte ich gerade. Ne, nur hier so eine Rolle Bliss. Und ein Creeper. Ja, also keine Sorge Leute, das wird jetzt nicht die Endmonster-Farm werden. Die wird auf jeden Fall noch anders aussehen. Bloß, das ist von Anfang schon mal etwas, weil so viele Ressourcen brauchen wir noch nicht. Ich bin erstmal froh, dass ich hier so ein bisschen was bekomme, so ein paar Blitzwörter am Anfang. Ja. Bevor ich hier ein bisschen Platz bekomme. So. Bronze geht sich dann jetzt aber nochmal ab. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Bis dahin sehen wir uns beim nächsten Mal bei irgendwas mit Minecraft. Auf jeden Fall bis dahin. Tschüss.